Servus Leute, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich dürfte die Beta spielen von Vanguard. Ich habe glücklicherweise eine PlayStation 5 zugeschickt bekommen. Deswegen als allererstes, bevor das Video groß startet, ganz, ganz fettes Dankeschön an Thanox für die PS5, dass er mir die zugeschickt hat zum Testen von der Beta. Ja, wir sind mittendrin in der Beta. Das bedeutet, die Beta geht noch ein bisschen länger. Aber für die Xbox und für den PC kommt die Beta erst am kommenden Freitag. Also für die Vorbesteller, und kurz darauf ist die offene Beta dann für alle. Glücklicherweise konnte ich mit der PlayStation 5 nicht nur die Beta spielen, nein, ich konnte auch Maus und Tastatur anschließen. Ich habe mit beiden gespielt, ich war zuerst mit Controller unterwegs, irgendwann kam dieses Aha, da geht doch was, habe Maus und Tastatur angeschlossen und für mich persönlich als Maus- und Tastaturspieler war plötzlich ein ganz anderes Spielerlebnis da. Genau, das gibt es gleich hier im Video. Ja, viele haben gesagt, ja, du Phoenix, wie sieht's aus, kannst du ein Feedback geben? Lohnt sich jetzt das Spiel vorzubestellen oder eher nicht? Leute, ich gebe euch jetzt heute wirklich ein Feedback, ein bisschen meine Meinung, ob es sich lohnt oder ob es sich nicht lohnt. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt und die Zeit habt, nutzt die Beta nächste Woche. Das ist ganz, ganz wichtig. Bildet nochmal eure eigene Meinung und entscheidet dann, ob ihr das Spiel holt oder nicht. Ja, alles andere, was jetzt extrem wichtig ist, die wichtigsten Punkte, die gibt es jetzt hier im Video. Let's go. So, der allererste Punkt. Das Hauptmenü. Ja, das ist das Hauptmenü da, was mir halt extrem auffällt. Ja, wir haben wieder dieses Standardgelaufe. Er läuft über die Karte. Oder wenn wir in einem Squad sind, egal wie groß, egal ob es 2, 3, 4 ist, man sieht die Mates, man läuft dann zusammen über die Karte. Ja, es ist eine nette Sache. Grafisch finde ich es nicht so toll. Ich finde es jetzt auch optisch nicht so, wo ich sage, wow, okay, das schaue ich mir länger an und länger und länger und länger. Aber gut, das kennen wir aus Warzone schon. Ist jetzt nicht der Hit. Aber mittlerweile hat sich COD da komplett eingeschossen und ich glaube, wir kriegen das auch nicht mehr weg. So, wir haben schnelles Spiel, dort gibt es dann verschiedene Modi wie Team Deathmatch, Punkte einnehmen und so weiter. Wir haben Blitzangriff, ja, und dann haben wir noch Champions Hill, kennen wir dann sowieso schon aus der Alpha. Da muss ich, glaube ich, nicht mehr groß dazu was erzählen. Ich gehe einfach noch kurz mit euch die Waffen durch, damit ihr wisst, was am Start ist, wenn ihr nächste Woche dann auch in die Beta könnt. So, wir haben eine STG-44, wir haben eine Burst-Waffe, die Bar, die kennen wir auch schon aus der Alpha, NZ-41 und die Volk. Ja, welche Waffe davon OP ist, welche nicht, kann ich überhaupt nicht sagen. Werde ich auch nicht sagen, dafür ist das Video nicht. Würde auch den Rahmen sprengen. Das sind die Sturmgewehre. Bei den MPs haben wir die M1928, auch Thompson oder Tommy Gun genannt. Wir haben die Sten und die MP40. Ja, Schrotflinten. Super, dass wir Schrotflinten wieder am Start haben. Im Multiplayer immer wieder toll, genauso wie in Warzone. Wir haben den Drehzylinder und wir haben eine automatische Schrotflinte. Ob die gut sind, weiß ich leider auch nicht. Sehen wir dann. LMGs, MG42 ist am Start, DP27 und die Brenn. Also aufs MG42 kann man sich nur freuen, eine coole Waffe. DMRs haben wir, M1 Garand am Start, Standardwaffe. Warum die Karabiner-Version der Deutschen nicht dabei sind, keine Ahnung, ist für mich eigentlich ein Unding, weil es gibt, meiner Meinung nach darf es keinen Shooter im Zweiten Weltkrieg geben, ohne dem deutschen Karabiner. Darf es einfach nicht geben. Ganz, ganz komisch. Als Scharfschützengewehr haben wir ein 3-Linien-Gewehr und die K98. K98 kennen wir ja schon aus den alten Teilen und aus Warzone. Sprich, wir werden da nochmal eine neue Version integriert bekommen in Warzone. Ich bin da gespannt, inwiefern die dann anders sein soll. Und 3-Linien-Gewehr. Holy shit, ich habe mir da richtig Spaß gehabt. So, jetzt sind wir ganz kurz in der Abschlussserie drin, was, was vorhanden ist, was ich auch schon bei anderen YouTuber gesehen habe oder anderen Videos, war Vorräte. Vorräte ist ganz, ganz wild gewesen. Ihr habt auch wieder so eine, ja, so eine kleine Granate, so eine Art Nebeltopf oder Nebelgranate, die ihr auf den Boden werft und dann kommen diese Vorräte dorthin. Ja, ungefähr im Umkreis von 10 Metern von diesem Punkt aus, ja. Es kann sein, wenn ihr vor euch, 10 Meter vor euch eine Wand habt, kann es sein, dass diese Vorrätetasche oben drauf landet oder sonst irgendwo. Also ganz weird, was dort so passiert ist. Viel wichtiger ist aber, in dieser Packung bekommt ihr dann auch diesen Goliath. Ja, dieser Goliath ist ein kleines Feldgeschütz, das rumfährt und explodiert. Und das Ding ist einfach gefühlt OP in der Beta. Das Ding macht, macht eine Explosion mit einem Radius gefühlt von 20 Metern. Und das bekommt man aus dieser Packung. Ganz, ganz wild. Dann haben wir noch, ja, Spionageflugzeug, Gleitbombe, also eigentlich nichts Neues, was wir nicht schon kennen. Was cool ist, sind, dass die Kampfhunde wieder am Start sind. 3 Hunde sind dann unterwegs.
Sehr, sehr cool gemacht, aber an der Animation müssen die eigentlich noch arbeiten. Die springen rum wie die größten Bugs. Also ganz, ganz wild. In der Feldausrüstung dann noch ganz wichtig zu sagen, was wir neu haben, sind Panzerplatten. Ihr könnt Panzerplatten in Multiplayer schieben. Ob das sein muss, weiß ich noch nicht. Ja, im Richtmikrofon gibt es dann und dann noch die Totenstille. Man kennt schon aus den alten MW-Teil. Wir haben drei Karten. Hotel Royal. Das ist eine Karte auf einem Hochhaus obendrauf, beziehungsweise auf einem Hotel obendrauf. Das ist eine Karte, die fand ich gar nicht verkehrt, hat mir Spaß gemacht. Aber was mir Negatives dort aufgefallen ist, egal wo man sich befindet, man kann aus allen Seiten oder von allen Seiten gefühlt beschossen werden. Ganz, ganz, ganz komisch. Also so ein schutzsicherer Raum oder eine Ecke, wo man so ein bisschen mal sicher ist, gab es gefühlt nicht. Dann haben wir Gavutu, ich weiß nicht, ob ich die Karte ausspreche, höchstwahrscheinlich falsch. Das ist eine pazifische Karte mit einem Strand. Die kennen wir auch schon aus sehr, sehr vielen Videos. Eine Karte, die in Ordnung ist, aber bei der ich ein paar Sachen einfach ein bisschen weird fand. Und zu guter Letzt haben wir die Karte Red Star. Red Star ist eine, ja, eine Karte, die sehr, die optisch ja ein bisschen schwierig ist. Gibt's, ist sehr grau-weiß gehalten, sehr eintönig und eine riesen offene Fläche. Und die Karte ist gefühlt einfach viel zu groß. An sich aber sonst ganz nett zum Spielen. Ja. Ja, dann gehen wir mal rein ins Gameplay und schauen mal, was wir so erlebt haben. So, ich habe jetzt einmal das so unterteilt. Schlechte Punkte, Sachen, die mir einfach negativ aufgefallen sind und Sachen, die ich doch sehr positiv sehe. Und dann gibt es ein kleines Fazit am Schluss. Dann fangen wir erstmal an mit den schlechten Punkten. Und zwar einmal, die Entwickler haben ganz groß damit geworben, dass die Karten zerstörbar sind. Ja, sind sie. Wir haben Bänke aus Holz, wir haben so kleine Wände, in denen man durchrennen kann quasi. Wir haben da noch irgendwelche Pfosten und aus Holz, die gehen alle kaputt. Ja. Positive Sache auf jeden Fall, wenn eine Welt zerstörbar ist, fühlt sie sich ein bisschen lebendiger an und macht auch mehr, ein bisschen mehr Spaß, dort eine Granate zu zünden oder einfach irgendwo durchzurennen. Der ganz große schlechte Punkt aber an der ganzen Sache ist es einfach, dass es miserabel eingeführt wurde. Es braucht so ungefähr zwischen 30 und 60 Sekunden, dann sind wirklich alle Bänke zerstört, alle Wände wurden eingerissen und die Karte ist im Endeffekt im nackten Zustand und das halt wirklich sehr, sehr, sehr schnell. Also, es bleibt auch nichts irgendwie liegen. Also sprich, wenn ihr so durch eine Wand lauft, dann geht kein Holz, das auf dem Boden liegen bleibt oder so. Alles verschwindet relativ schnell. Und somit ist die Karte auch dementsprechend sehr, sehr schnell langweilig. Das gefiel mir nicht so gut. Der nächste ganz, ganz große Punkt war das Lobby-System. Okay, wir sind in der Beta, wir haben noch kein Crossplay, die Xbox sind noch nicht dabei und die PC da sind noch nicht dabei. Ich hoffe, das wird dann bis zum Release dann noch gefixt. Auf jeden Fall war das so, wenn ich jedes Mal eine Lobby gesucht habe, musste ich unglaublich lange warten. Ja, gefühlt ging dieses Suchen nach einer Lobby länger als die Runde an sich. War doch schon sehr, sehr nervig. Spätestens nach der 5., 6. Runde fiel es dann doch sehr, sehr, sehr negativ ins Gewicht. Dazu kommt noch das SBMM. Ja, ich weiß nicht, ob es an der Beta wieder liegt oder woran genau. Auf jeden Fall, jede Runde war spätestens nach der 3., 4. Runde so verschwitzt. Man musste wirklich try hard, man musste da wirklich komplett reingehen. Am besten die Sportsachen da anziehen, damit die Runden dann doch irgendwie doch positiv für einen waren. Ansonsten keine Chance. Also irgendwie gefühlt hat jeder wieder, weil jeder war ein Gott im Endeffekt in dem Game. Was mir auch sehr stark aufgefallen ist, das sind die Karten. Da war jetzt keine Karte dabei, bei der ich sage, boah geil, nochmal die Karte, nochmal die Karte. Die Karten waren nett. Ja, die waren nett, die waren nicht verkehrt, waren schön anzuschauen. Aber es ist keine von den drei Karten, es sind nur drei Karten, ich weiß, nur drei Karten. Aber von denen war keine Karte, bei der ich gesagt habe, boah, nochmal rein, nochmal rein. Einfach so Karten, die man kennt. Egal welches Game, ob es ein Halo ist, ob es ein Battlefield ist. So, jedes Spiel hat so gewisse Karten immer drin gehabt, wo du gesagt hast, boah, die Karte geil, ja. Und dort hatte ich jetzt gar nicht so dieses Gefühl, ja, dann war halt wieder die Karte dran oder die Karte. Zuerst war für mich dieses Hotel richtig, richtig nice, aber nachdem dort auch alle Wände eingerissen waren, gab es keinen Raum mehr, in dem man ein bisschen Schutz hatte. Man konnte von allen Seiten immer angegriffen werden und auch da war dann die Karte gleich wieder so toll, wieder die Karte. Also das war extrem stark oder das ist mir sehr, sehr stark aufgefallen, dass die Karten einfach relativ langweilig waren. Nichts Besonderes, aber wie gesagt, warten wir ab, es ist erstens nur eine Beta und zweitens, es waren nur drei Karten an sich, ja. Was aber auch sehr negativ aufgefallen ist, sind die Hunde. Ja, ihr habt irgendwann die Streak gehabt, ihr konntet die Hunde loslassen. Es sind drei Hunde über die Karte gesprungen, haben eure Kills gemacht. Kennen wir auch aus den alten COD-Teilen schon. Aber die wurden einfach grottenschlecht animiert und auch wie sie einen zerlegen,
What? Animation nicht vorhanden. Sieht alles ein bisschen beschissen aus, keine Ahnung. Am besten das wieder rausmachen mit den Hunden. Also bevor was so scheiße aussieht, lasst es bitte aus dem Game, ja. Ja, und was mir dann doch auch noch sehr, sehr negativ aufgefallen ist, ist die Langzeitmotivation. Ich habe es am Freitag ein bisschen gespielt, ich habe Samstag gespielt, ich habe heute am Sonntag gespielt. Und ja, ich habe eigentlich genug gespielt. Ich habe nicht diese Motivation, ja, weiter grinden, noch die Waffe freispielen, diese Tarnung brauche ich und. Das ist nicht vorhanden. Und ich weiß nicht, ob es bei der fertigen Version dann anders aussieht. Da müssen wir abwarten. Auf jeden Fall, Langzeitmotivation sehe ich wie in Cold War nicht vorhanden. Und das ist ein ganz, ganz böser Punkt. Und das könnte dem Game das Genick brechen. So, wir hatten genug schlechte Punkte. Jetzt geht's mal zu den positiven Punkten. Und zwar positive Punkte. Es ist ein Casual-Game, also es ist eigentlich auch im negativen Punkt mit drin für Pro-Gamer, aber wiederum für jeden Casual-Gamer ist es ein positiver Punkt. Ihr kommt schnell rein, ihr habt Spaß, kommt drauf an, wie die Lobbys gerade sind, aber es ist wirklich einsteigerfreundlich, es ist easy zu spielen. Ihr habt gute Chancen, immer wieder gut Kills zu machen. Die Time to Kill ist wieder gering und. Es ist casual-lastig. Ich wusste nicht, ob ich es in den schlechten oder den guten Punkte rein unterordnen soll. Ich habe es jetzt einfach ins Positive, weil schon so viel Negatives da ist. Und wir wollen ja eigentlich im Positiven rausgehen. Ja, was positiv auch noch war, wenn die Runde geil war, ihr habt eine High-Kill-Runde gemacht, ihr seid da wirklich durchgesprungen, habt ordentlich rasiert, dann hat sich das Spiel geil angefühlt. Es hat Spaß gemacht, ihr habt Bock gehabt und wolltet in die nächste Runde und habt gesagt, boah, noch mal so eine Runde. Das ist halt wieder typisch Call of Duty. Habt ihr eine geile Runde, hat das übelst eingepusht und Spaß gemacht. Und das war doch schon sehr positiv. Hatte die eine oder andere Runde, wo ich einfach nur gesagt habe, boah, geil, nochmal bitte so eine Runde wie gerade eben. Ja, Snipen hat mir ultra Spaß gemacht. Ja, der ein oder andere, der mich schon länger kennt, weiß, dass ich extrem gern snipe. Ich habe sogar mit dem PlayStation-Controller gesniped und es hat so viel Spaß gemacht. Wirklich, das Snipen war eine richtig coole Sache und ich hoffe, das lassen die auch so drin. Ja, die Auswahl der Scharfschützengewehre ist relativ gering. Wir haben insgesamt 2 und die Kar kannten wir schon. Ich will mal gucken, was da noch alles kommt. Dann, großer Punkt ist Zombies. Zombies war für mich der Hauptgrund, Call of Duty Cold War zu spielen. Und ich spiele es heute noch hin und wieder. Zombies ist ein cooler Modus und ich belief einfach, dass der Zombie-Modus in dem Game genauso cool wird. Und dann könnte das wirklich sogar ein Kaufargument sein, um den neuen COD zu holen. Ja, und der größte Punkt, abwarten. Wir haben nur 3 Karten gespielt. Die große Beta, die jetzt kommt, die offene Beta, wird noch eine 4. Karte beinhalten. Dann wissen wir schon, in welche Richtung das läuft. Vor allem dann Crossplay. Und dann haben wir den PC am Start. Wir haben unsere FPS, wir haben unsere Field of View haben wir am Start. Und dann sieht das Spiel bestimmt nochmal anders aus. Ich bin optimistisch und hoffe einfach aufs Beste. Ja, mein Fazit. Abwarten. Ich will noch gar nicht sagen, kauft's oder kauft's nicht. Es ist wirklich schwierig. Warten wir jetzt noch die große Beta ab, bei dem Crossplay am Start ist. Und dann hoffe ich auch, dass bis dahin so langsam irgendwelche Infos bezüglich Zombies am Start sind. Nämlich, sollte der Zombie-Modus geil sein, dann sehe ich schon das Spiel, wie es im Einkaufswagen ist und dann gekauft wird. Sollte der Zombie-Modus absolut Trash sein, was ich nicht glaube, dann wird das Spiel ganz klar boykottiert. Es ist auf jeden Fall ein Multiplayer, der Spaß machen kann, der aber auch langweilig ist. Langzeitmotivation sehe ich bei ihm nicht. Es ist ein wirklich gefühlt aktuell ein Durchschnittsshooter. So, haut mal unten in die Kommentare. Seid ihr mit der Beta am Start? Ja, werdet ihr mit mir spielen? Haut mal unten alles rein, was ihr denkt. Wenn ihr schon die Beta gespielt habt, haut auch mal Kommentare rein, wie ihr die findet. Und wir sehen uns dann von Montag bis Freitag wieder ab 6.30 Uhr. Und nicht vergessen, der kommende Samstag, 24-Stunden-Stream. Wir sehen uns dort. Haut rein, bis dann.